Und wir möchten zu Beginn dieser Pressekonferenz auch noch einmal kurz innehalten und unsere Gedanken und unser Mitgefühl den Opfern und den Hinterbliebenen dieses schrecklichen Terroranschlages in Wien genau vor einem Jahr noch einmal gedenken. Herzlichen Dank. Es ist gar nicht so einfach, an so einem Tag eine Pressekonferenz zu machen, weil wir alle noch, wenn wir zurückdenken, vor einem Jahr wahrscheinlich jeder von uns weiß, wo er sich aufgehalten hat, wo er an diesem Abend war, wann er von diesem Terroranschlag erfahren hat und wie er dann schlussendlich reagiert hat. Da hat jeder seine ganz eigenen Erinnerungen. Heute wird auf der einen Seite zu Recht von der Republik gedacht. Es gibt mehrere Gedenkveranstaltungen zu diesem Thema. Aber eines muss uns bewusst sein, so sehr wir noch in Erinnerung haben, was wir an diesem Abend getan haben, für die Opfer und für die Hinterbliebenen, für die Freunde, hat sich innerhalb von Minuten, von Sekunden das ganze Leben verändert und nichts war mehr so, wie es davor war. Gedanken und Trauerbekundungen sind das eine und das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir sind aber auch der Meinung, dass die Politik mehr Verantwortung hat und mehr Verantwortung tragen muss. Und ich sage das jetzt, stelle das gleich an den Beginn unserer Pressekonferenz, weil eines ein Jahr lang offenbar verabsäumt wurde. Ein Jahr lang ist es der Bundesregierung nicht gelungen, sich zu entschuldigen. Sich zu entschuldigen bei den Opfern, bei den Hinterbliebenen, sich aber auch zu entschuldigen bei der Bevölkerung, weil es ist die Aufgabe einer Bundesregierung, alles zu tun, dass solche Anschläge möglichst verhindert werden können. Und diese Entschuldigungen sind ausgeblieben bis heute und ich halte das für ein Indiz einer unglaublichen Empathielosigkeit einer Bundesregierung und einer Führung einer Bundesregierung. Ich bin der Meinung, dass wir als Politiker eine besondere Verantwortung haben, gerade auch nach solchen Ereignissen. Ich glaube, wir müssen uns hinterfragen. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wirklich immer alles getan wurde, ob die Rahmenbedingungen so sind, dass wir einen Anschlag in dieser Form, einen Terrorakt in dieser Form möglichst verhindern können. Wurde da alles getan? Es ist die Verantwortung, aber auch bei Fehlern genau hinzuschauen und auch Fehler aufzuzeigen, sie zu benennen. Und die Politik hat nicht nur an Gedenktagen und bei Gedenkveranstaltungen da zu sein, sondern die Politik muss Gedenktage und Gedenkveranstaltungen auch als Handlungsauftrag sehen. Das ist meine tiefste Überzeugung und es ist auch die Verantwortung, dann entsprechendes politisches Handeln voranzustellen, um solche Tragödien zu verhindern. Also nicht nur im Vorhinein muss gehandelt werden, sondern wir müssen schauen, dass wir gut vorbereitet sind, dass es solche Ereignisse nicht gibt. Wir müssen auch schauen, was muss die Politik tun, wie ist das im Rückblick. Und eines darf nicht passieren, dass Menschen, die sich eigentlich Schutz erwarten von unserer Republik, in der Folge eines solchen Anschlags plötzlich zu Bittstellern werden. Und leider ist das so geschehen. Die Opfer wurden schlussendlich zu Bittstellern. Und meine Kollegin wird dann noch ein bisschen genauer darauf eingehen, aber man muss sich das einmal vorstellen. Da hat man eine Situation, man ist schwer verletzt, ist schwer traumatisiert von Ereignissen und man bekommt von der Republik weder eine Entschuldigung, noch übernimmt die Politik Verantwortung und entschädigt dementsprechend, auch um diesen Entschädigungsanspruch
mussten die Personen kämpfen. Wir versuchen heute unseren Teil, oder wir werden machen heute unseren Teil der Verantwortung wahr und blicken noch einmal zurück und schauen, wo aus unserer Sicht, was ist in diesem Jahr passiert, was hat sich vielleicht zum Teil aufgelöst, aber was ist vorgefallen und welche weiteren Handlungen braucht es? Und wenn wir da in die Nachbetrachtung gehen, müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist die Ebene des Polizeieinsatzes am Abend, der, wie viele Expertinnen und Experten auch sagen, dass dieser Einsatz am Abend sehr, sehr gut gelaufen ist. Und dann muss man betrachten, was war im Vorfeld. Und im Vorfeld ist das Urteil schon ein ganz anderes. Da ist es alles andere als so gut gelaufen. Und wenn wir über Verantwortung sprechen, dann muss man sich auch anschauen, wie hat diese Bundesregierung direkt und unmittelbar nach diesem Terroranschlag reagiert. Und ich rufe es in Erinnerung, Sie wissen es wahrscheinlich noch, oder viele von uns können sich noch erinnern, schon am nächsten Tag, also am nächsten Vormittag, ist die Spitze der Bundesregierung, der damalige Bundeskanzler Kurz und der Innenminister Nehammer, vor die Presse getreten und haben Schuldige gesucht. Verantwortung abgeschoben, Schuldige gesucht. Und einen ganz schnell ausgemacht und gesagt, das war die Justiz. Die Justiz ist schuld, dass dieses passiert ist und nicht das Innenministerium und auf keinen Fall jemand, der nur im Umfeld der ÖVP steht, hat etwas damit zu tun. Und wissen Sie, das ist das, was so bedrückend ist und eigentlich auch beschämend ist, dass sich ein Innenminister und der damalige Bundeskanzler am Tag nach so einem Anschlag vor die Presse stellt und sich offenbar weniger Gedanken macht, wie es den Opfern geht, sondern mehr Gedanken macht, alles zu tun, um selbst wieder gut dazustehen. Und das ist das, was wir verurteilen. Politik hat Verantwortung zu tragen und es darf nicht in eine Verantwortungsflucht ausarten. Und wenn wir uns das Vorfeld, alles was im Vorfeld passiert ist, genau anschauen, und auch das hat die Kommission, die Untersuchungskommission von der Frau Zerbes auch bestätigt, es sind massive Fehler im Bereich des Innenministeriums passiert. Und diese Verantwortung muss man übernehmen und diese Verantwortung kann man auch namhaft machen. Seit über 20 Jahren trägt die ÖVP Verantwortung in diesem Ressort. Und es ist offenbar nicht gelungen, hier das Ressort so zu führen, dass wir dementsprechend auch vorbereitet sind. Wenn man es jetzt zuspitzt, könnte man sagen, 20 Jahre ÖVP-Innenminister beweisen, die ÖVP kann Sicherheitspolitik nicht. Und die Verantwortungsflucht und das Verhalten von Nehammer und Kurz geht ja weiter. Das hat ja nicht geändert an den Tag nach dem Terroranschlag, dass man es der Justiz zugeschoben hat. Der nächste Schritt war ja dann, dass man es auf Beamte geschoben hat, auf einer unteren Ebene. Man schiebt die Verantwortung von einer Ebene auf die andere und versucht es abzuschieben. Und ignoriert und negiert vollkommen eine Kette eines Versagens, eine Kette von mehreren Behördenfehlern, die es offensichtlich und ganz eindeutig gegeben hat. Meine Damen und Herren, das ist ein Zugang, den wir überhaupt nicht unterstützen können. Und dann ist immer die Frage der politischen Verantwortung. Wo beginnt politische Verantwortung und wann muss man politische Verantwortung übernehmen? Und ich bin der Meinung, in so einem Fall, wie wir es da gesehen haben, gibt es eine politische Verantwortung, die auch Konsequenzen haben sollte. Und dann ist die Frage, wo sind denn die Ressourcen im Vorfeld gewesen? Wo waren die Schwerpunkte, die man im Innenministerium gesetzt hat im Jahr 2020? Offenbar gar nicht auf die Bedrohungslage des Terrorismus. Es hat nicht einmal ein aktuelles Lagebild zur Bedrohung des Terrorismus gegeben im Jahr 2020. Selbst das hat gefehlt. Auch ein Teil, den uns die Untersuchungskommission rund um Zerbes
oder die Untersuchungskommission von der Frau Zerbes bestätigt hat. Kein Lagebild. Man hat Ressourcen in eine ganz andere Operation gesteckt, in die Operation Luxor, um möglichst medienwirksam dann auch wieder als der harte Innenminister auftreten zu können. Also ein Ignorieren der tatsächlichen Bedrohungslagen offenbar und ein Fokussieren auf einzelne Großaktionen, die dann möglichst großes mediales Echo erzeugen. Das war die zweite Verantwortungsflucht, sage ich jetzt einmal, weil man diese politische Verantwortung nicht wahrgenommen hat. Dritte Verantwortungsflucht, wenn ich bei diesem Terminus bleibe, ist, wie geht man mit Empfehlungen der Zerbes-Kommission um? Zur Erinnerung, die Zerbes-Kommission einberufen als Folge oder als in der Nachbetrachtung, wo sich Justiz und Innenministerium wechselseitig die Schuld zugeschoben haben, hat man da gesagt, man ruft eine unabhängige Untersuchungskommission ein, die geleitet wurde von der Frau Zerbes. Und wie geht man mit Empfehlungen um, die dann dort gekommen sind? Das Einzige, was dieser Terroranschlag wirklich im Tempo beschleunigt hat, waren die Reformbemühungen rund ums BVT. Aber der gravierendste Punkt, den die Zerbes-Kommission immer wieder dingfest gemacht hat und auch klar formuliert hat, war kein Fehlen an rechtlichen Möglichkeiten, wie es ursprünglich immer kommuniziert wurde. Es war ganz klar ein Kommunikationsproblem. Und dieses Kommunikationsproblem ist bis heute nicht gelöst. Diese Reform des BVD war notwendig, war wichtig, aber die Kommunikation, dieser Kommunikationskonflikt, der vorhanden ist, ist nach wie vor nicht gelöst. Wir von der Sozialdemokratie fordern seit fast gut einem Jahr, sage ich jetzt, immer und immer wieder, dass wir uns die Sicherheitsarchitektur in unserem Land neu anschauen müssen und entsprechend adaptieren müssen. Und ein ganz wesentlicher Teil dieser Sicherheitsarchitektur ist ein Terrorismusabwehrzentrum. Das ist eigentlich die Plattform, die es braucht und das Kernelement, das es braucht, um Terrorismus gut bekämpfen und neutralisieren zu können, weil wir eine Plattform brauchen, wo sich die entsprechenden Player dementsprechend auch austauschen können. Da sollen die Nachrichtendienste drinnen sein, da muss die Polizei drinnen sein, da müssen Expertinnen und Experten mit zugezogen werden, um die Bedrohungslagen dementsprechend sichtbar zu machen und darauf reagieren zu können. Diese Terrorismusabwehrzentren ist keine Erfindung von uns, das gibt es schon im europäischen Kontext, in Deutschland sehr, sehr erfolgreich hat man das eingerichtet und ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt und wir werden auch nicht müde werden, dieses Terrorismusabwehrzentrum immer wieder weiter zu fordern. Und im Prinzip ist es auch das, was jetzt im Rückblick und wenn man sich die Stellungnahmen der Frau Zerbes der letzten Tage anschaut, dass sie auch gesagt hat, es braucht eine Ebene, wo sich die Expertinnen und Experten austauschen. Für uns ist es das Terrorismusabwehrzentrum. Ich glaube, dass wir so etwas unbedingt und dringend brauchen. Beantragt haben wir es schon von den Regierungsparteien, kam hier leider noch nichts. Und jetzt sage ich noch zwei, drei Sätze zu den Reformen zum Verfassungsschutz. Sie wissen, dass wir uns da ein bisschen ein anderes Modell gewünscht hätten, also dass es eine stärkere Trennung zwischen dem Staatsschutz und dem Nachrichtendienst gibt, dass es hier ein klares Trennungsgebot gibt, das auch internationalen Standard entsprechen würde. Das wäre einerseits extrem wichtig gewesen. Was wir allerdings erreicht haben in diesem Verhandlungsprozess rund um den Verfassungsschutz neu ist, dass es uns gelungen ist, eine starke parlamentarische Kontrolle auch zu erwirken. Sozusagen haben wir jetzt dann ab nächsten Jahr die Möglichkeit, wie eine ständige Zerbes-Kommission, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, wird uns eingerichtet und die Parlamentsparteien haben im Minderheitsrecht hier die Möglichkeit, Kontrollaufträge auch zu formulieren. Und das wird zumindest garantieren, dass wir in so Kontrolltätigkeiten ein stärkeres Wort mitzureden haben. Meine Damen und Herren, in Summe ist es so, dass es aus meiner Sicht traurig ist, wie diese Bundesregierung
mit diesem Terroranschlag umgegangen ist. Es war eine Flucht aus der Verantwortung, die meines Erachtens unwürdig ist. Sicherheitspolitik braucht keine große Show. Sicherheitspolitik braucht auch keine Inszenierung. Ich glaube, Sicherheitspolitik braucht in erster Linie Verantwortung und ein bewusstes Handeln, dass wir solche Anschläge, wie wir sie leider vor einem Jahr erlebt haben, möglichst zu verhindern, dass es möglichst zu verhindern gelingt. Das ist das, was die Politik machen kann. Wir können die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir solche schrecklichen Attentate möglichst ausschalten können. Meine Damen und Herren, ich sage mal fürs Erste Dankeschön und darf meine Kollegin Nurten Yilmaz weitergeben. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich möchte mich zuallererst den Opfern und Hinterbliebenen mein tiefstes Beileid ausdrücken. Dieser Terroranschlag war ein Angriff auf uns alle und wir werden es nicht vergessen. Und als Wienerin und Abgeordnete dieser Stadt möchte ich mich bei allen Wienerinnen und Wienern, die während den Anschlag, als der Anschlag stattgefunden hat, bedanken, dass sie ihre Türen nicht geschlossen haben. Bei allen Kellnern, Kellnerinnen, Lokalbesitzerinnen, aber auch sich dort aufhaltende Personen, die sich um Verletzte, um Geschockte gekümmert haben, die stundenlang ihnen Sicherheit geboten haben. Herzlichen Dank dafür und ich bin sehr stolz, in dieser Stadt zu leben und zu arbeiten. Sie haben gezeigt, was es bedeutet, im Kampf gegen Terrorismus sich Solidarität zu zeigen, Freiheit und unsere Menschenliebe zu zeigen. Und was mir abgeht, ist die politische Verantwortung, die eigentlich 24 Stunden später hätte einsetzen müssen. Nach dem Anschlag, dass die Regierung und die verantwortlichen Ministerien, Minister in dem Fall, sich auch dazu stellen und sich den Opfern und den Hinterbliebenen kümmern, sie aufsuchen, an sie appellieren, dass sie nicht alleine sind. Das hat mir gefehlt, das hat die Regierung, diese Solidarität, die die Bevölkerung vor Ort gezeigt hat, leider gefehlt, bis heute. Nicht, ich hätte mir erwartet, gleich am nächsten Tag, nicht nach 3 Monaten, nicht ein. Und bis heute fehlt es an dieser Solidarität, den Menschen zu sagen, ihr seid nicht alleine. Es geht sogar noch weiter. Es geht weiter, dass die Menschen, die Leid ertragen mussten aufgrund dieses Anschlages, um ihre Anerkennung dieses Leides kämpfen mussten, sich Anwälte nehmen mussten. Das ist sehr beschämend. Das ist sehr beschämend für einen Staat, der eigentlich ja, auf Rechtsstaatlichkeit setzt, unsere Werte hochhält, aber sich dann mit den Opfern und Hinterbliebenen nichts mehr zu tun haben will. Man muss sich vorstellen, dass jemand seinen Vater verliert, die Tochter verliert, die Partnerin verliert oder schwer verletzt wird und nach Wochen Intensivstation um Rehab zu kümmern oder darum zu kämpfen. Und das ist ein Zustand, den wir nicht so hinnehmen möchten. Wenn wir sagen, das ist auch ein Anschlag auf uns alle, auf unsere Werte, wo sind dann wir? Wo ist das offizielle Österreich da? Dass man sich um Anwälte kümmern muss, das ist mehr als beschämend. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen natürlich nicht, dass so ein schreckliches Verbrechen jemals wiederholen kann. Und wir setzen alles daran, dass das nicht mehr geschieht. Und schon gar nicht, dass es dann zu einer Wiederholung dieses unwürdigen Zustands kommt. Die Menschen in Österreich brauchen
Rechtssicherheit, wenn ihnen ein Verbrechen angetan wird. Auch das ist ein Teil des Heilungsprozesses. Dass man als Terroropfer in Österreich quasi darum kämpfen muss, das darf nie wieder vorkommen. Bereits im Juni haben wir einen Entschließungsantrag vorgelegt, der eine umfassende Verbesserung der Entschädigung von Terroropfern fordert. Die Regierungsparteien haben es leider, haben sich leider gegen diesen Entschließungsantrag gestellt. Sie haben dann eine Alternative vorgelegt, die hinter unseren Forderungen bleibt. Wir fordern Rechtssicherheit statt Gaben nach Regierungsgnaden. Daher bleibt unsere Forderung aufrecht, Verbrechensopfergesetz nach den heutigen Gegebenheiten, ein Verbrechensopfergesetz, das den heutigen Gegebenheiten entspricht. Es braucht im 21. Jahrhundert ein anderes Gesetz, das wollen wir so bald wie möglich erledigt sehen. Und zu Entschuldigung und Verantwortung. Wir fordern schon von Kindern für Fehler, die sie augenscheinlich gemacht haben, dass sie Verantwortung übernehmen. Und wenn die Staatsspitze, die Regierungsparteien für erstandene Fehler, die augenscheinlich passiert sind, die von Expertinnen und Experten vorgelegt worden sind, dass es da Fehler gibt, sich noch immer nicht entschuldigen, und zwar bei allen Österreicherinnen und Österreichern,